Ich bin Chef vom Starterteam. Ich selber tun auch startet und schiessen. Ich habe noch das Team, das Startblöcke, Nummernblöcke aufstellt. Und die müssen zum Beispiel beim 400-Meter-Lauf relativ schnell sofort die Startblöcke wieder wegnehmen, weil wenn sie ins Ziel kommen, nach 40 Sekunden, sollte das dort alles frei sein. Wir haben im Prinzip mehrere Starter. Wir sind jetzt 4 Starter. Und jeder kann jeden Job ausführen, aber wir teilen auf. Einer macht, ich mache mal jetzt vielleicht die Staffeln, die andere macht 200 Meter, 400, das tun wir vorher absprechen. Weil als Starter allein kannst du, siehst du nicht alles. Darum brauchst du den Rückstarter. Und von den 4, die starten, ist jeder der andere mal der Rückstarter, wenn er nicht selber auf dem Podest ist. Also die Startpistole, die wir hier haben, ist die elektronische von der Omega. Das heisst, im Prinzip kommst du ein Lichtsignal über und dann wird es einfach über die Lautsprecher der Knall durchgehen, damit man eigentlich etwas hört, aber es ist eigentlich nur elektronisch. Und die Rückstarter haben zeitlich auch noch eine normale Waffe, also eine normale Waffe mit Blaspatronen. Und wenn sie etwas sehen, wo der Starter nicht sieht oder wo die Omega-Messanlage nicht kann registrieren kann, dann können sie zurückschiessen, das heisst auch einen Start abbrechen. Also speziell ist sicher der Zeitablauf. Wir haben so einen Sekundenzeitplan, das heisst, wir müssen ganz genau auf die Sekunde können schiessen. Wir haben so ein Timing. 3,5 Minuten vor dem Start kommt ein Pfiff, damit die Athleten wissen, sie müssen sich abziehen. Dann weiss das Fernsehen, sie müssen kommen mit der Schwenkkamera. 90 Sekunden gebe ich das Zeichen, dass es mit dem Mikrofon Ruhe gibt, dass kein Weitsprung, sonstige technische Disziplinen sind, damit es ein bisschen ruhiger ist für den Start. Und dann kommt es auf die Plätze fertig los. Und das ist einfach, das Timing ist entscheidend. Weil sobald wir in die Zeitverzögerung hineinkommen, haben wir ein bisschen Schlamassel.